Eine Reise nach Charkiw ist für den Nürnberger ein mühsames Unternehmen. Fast 2,5 Tage ist man mit der Bahn unterwegs, bis der Zug den prächtigen Bahnhof, der mit 1,6 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt der Ukraine, erreicht. Als man 1990 die Partnerschaft einging, gehörte Charkiw noch zur ehemaligen Sowjetunion und nannte sich Charkow. Humanitäre und karitative Hilfeleistungen von West nach Ost standen zu Beginn im Mittelpunkt der Beziehung zu der Stadt, die 1986 durch das Reaktorunglück im nahegelegenen Tschernobyl erheblich in Mitleidenschaft gezogen war. Hunderte von Betroffenen, insbesondere leukämiekranke Kinder, liegen noch heute in Charkiwer Kliniken und werden unter anderem von Nürnberg aus unterstützt. Der Zerfall der Sowjetunion hatte für den neu gegründeten ukrainischen Staat ein wirtschaftliches Chaos zur Folge. Inflation und Arbeitslosigkeit haben viele der Bewohner an den Rand der Existenz geführt. Versorgungsschwierigkeiten und Armut sind an der Tagesordnung. Und so setzt man hier große Hoffnungen in die Partnerschaft zu Nürnberg.